Sonntagmorgen in Märkisch-Oderland. Auf der Selbstpflückerplantage herrscht Hochbetrieb. Natur genießen und Obst naschen. Und das ist ein schöner Familienausflug, ne? Also wir verbringen hier Zeit. Ich meine, heute ist das Wetter perfekt. Ja. Unsere Favoriten. Die 30 schönsten Ausflüge raus aufs Land. Wir sind unterwegs in Brandenburg. Besuchen kleine Hofläden. Meine Mutti hat immer so Blechkuchen gebacken, Streuselkuchen oder so Quarkkuchen oder Hirschhornkuchen. Und die waren dann alle auf dem Teller, so in so kleinen Portionen. Und das ist so gefährlich. Entdecken Eier von glücklichen Hühnern. Wenn ich dann Samstagabend in den Kühlschrank gucke und denke, oh Mann, ich habe gar keine Eier für morgen zum Frühstück, dann weiß ich, ich fahre ein Stück weiter und da steht ein Automat und dann kann ich mir eben mal schnell ein paar frische Eier ziehen. Das finde ich gut. Und schauen nach, wo Marmelade noch selbst gemacht wird. Immer Erdbeeren. Aprikose finde ich nicht so gut. Aprikose-Marmelade braucht niemand. 30 schöne Ausflüge zum Bauern um die Ecke und zum Fischer ganz in der Nähe. Einmal quer durch Brandenburg. Das ist harte Arbeit. Aber macht Spaß, ne? Dass es heute noch Enkel gibt, die das Geschäft vom Opa fortführen. Also Glückwunsch. Der ist Hammer, oder? Die Idee für unsere Reise ist, wir schauen da vorbei, wo man Handwerk erleben und gesundes Essen genießen kann. Unsere Jury haben wir gefragt, was sind ihre Lieblingsdinge aus dem Hofladen? Auf Platz 30, die Wolle. Unsere Reise durch Brandenburg beginnt im Oderbruch. Auf dem Erlenhof in Kienitz dreht sich alles um Schafe und um Wolle. Barbara Brunert verspinnt die Wolle ihrer Tiere zu Garn und zeigt ihren Gästen gern, wie das funktioniert. Wenn ich die Kinder hier habe, die haben ihre Freude dran, möglichst schnell zu treten, aber das ist einfach. Schwierig ist es, langsam zu treten und dass das Rad nicht zurückschlägt in die andere Richtung. Und das ist eine sehr schöne meditative Arbeit. Das ist super kompliziert, weil man extrem intensives, also Fingerspitzengefühl im wahrsten Sinne des Wortes braucht. Dann wird der Faden zu dünn, dann reißt es dir ab, dann ist es zu dick, dann hat man so einen kleinen Knäuel dazwischen drin. Schlafen im alten Schäferwagen und sich morgens vom Blöken der Schafe wecken lassen. Auf dem Erlenhof ist der Alltag ganz weit weg. Die Skudden sind eine freundliche und genügsame Rasse. Das sind ganz tolle Tiere. Auch sehr gute Muttertiere immer. Also ich habe in den 16 Jahren jetzt das erste Mal ein Schaf mit Flasche aufziehen müssen. Jetzt ist Schaf Liese zum Glück aus dem Gröbsten raus. Alle zwei Wochen trifft sich auf dem Erlenhof die Handarbeitsgruppe. Zwei rechts, zwei links, zwei fallen lassen. Mit der Gruppe, das hat angefangen, ich bin zu Hause geblieben, weil mein Vater dement wurde und nicht mehr allein gelassen werden konnte. Und dann dachte ich, ich brauche ja auch ein bisschen was anderes, als nur jetzt alte Menschen versorgen. Und habe da angefangen, Frauen einzuladen zum Kaffeeklatsch. Das war 2007. Das sind dann die Süchtigen, alle, die an der Nadel hängen, ja. Ich muss mal sagen, die Gruppe, wie viel sind wir, wenn wir viel sind an einem Nachmittag? 11, 12. Ja. Aber jeder sagt, oh, ich habe mich gefreut, dass wir uns heute wiedersehen. Und ja, es ist erholsam, hier das Ganze alles, sehr schön. In den vielen Trainingslagern, in denen ich war, habe ich immer Strickzeug mitgehabt. Und ja, bis zum Schal bin ich immer gekommen. Aber Socken waren ziemlich schwierig immer. Aber ich habe eine Freundin, die strickt auch gerne Socken immer. Und da geben wir immer unsere Bestellung auf. Das finde ich toll. Es hat auch irgendwie was Beruhigendes. In Kienitz ist das Oderbruch ganz still. Außer die Schafe meckern mal. Dicke Wollsocken gibt's im Hofladen. Ein gemütlicher Ausflug. Platz 29 führt uns ins Nuthe-Urstromtal. Im kleinen Gotzdorf soll Brandenburgs einzige Wassermühle stehen, die noch Mehl produziert. Wir fahren hin und schauen nach. Tatsächlich, hier ist die Mühle noch voll in Betrieb. Seit über 100 Jahren sind die Rötels Müller.
Sohn Markus ist der Chef. Vater Martin, 86, hilft jeden Tag noch mit. Mein Opa, der hatte die Mühlentür immer mal vom Wohnzimmer offen gelassen, so einen kleinen Spalt. Da war ich dann als Kind im Strampelanzug schon in die Mühle gelaufen und dann muss ja was hängen geblieben sein. Man macht es aber auch gerne. Ich bin jetzt hier reingewachsen und man kann sich das nicht anders vorstellen. Es ist ja auch sehr interessant eigentlich, der Beruf. Es ist ja auch nicht langweilig, weil jeder Tag läuft ja irgendwie anders ab. Ob das Getreide nun trockener ist oder ein bisschen feuchter oder eine andere Sorte kommt. Ne? Das ist natürlich total interessant und vor allem, das läuft ja immer noch. Das ist viele hundert Jahre alt und es funktioniert noch. Und manchmal haben wir Sachen, die kaufen wir heute und morgen sind sie kaputt. Das ist natürlich eine spannende Sache. Die alten Maschinen mahlen schonend. Bis zu 20 Mal muss das Korn durch die Maschinen laufen, bis das ganze Mehl herausgemahlen ist. Beim ersten Durchgang ist es einfach, das Korn kaputt zu machen und das viele Mehl fällt heraus. Und die müllerische Kunst ist ja auch, aus dem Korn eine gewisse Ausbeute herauszubekommen. Umso länger es gemahlen wird und umso mehr Schalenteile dort denn schon reinkommen, färbt es sich denn immer dunkler. Grundsätzlich habe ich irgendwann entwickelt eine Ballaststoffliebe. Da wurde ich in meiner alten WG immer viel verlacht, im Sinne von, da kommt unser Ballaststoffbeauftragter. Und da war mir dann irgendwann wichtig, Mehl zu nehmen mit einem hohen Ballaststoffanteil, was ja vor allem Vollkornmehl ist. Dinkel, Roggen, Weizenmehl. Im Hofladen findet man die unterschiedlichsten Mehlsorten. Wer Müller werden will, ist auch auf dem Hof willkommen. Seid ihr schon fertig? Oh, wäre schon schön, ja. Die Kleine, die ist jetzt erst 10 oder wird ein paar Tagen 11 und ist noch ein bisschen hin, also Hilfe könnten wir gebrauchen. Kann ja auch wie ein Neueinsteiger sein, der jetzt mal was ganz anderes will. Es gibt ja auch viele, waren mal Manager und möchten jetzt was Vernünftiges lernen und machen in ihrem Leben. Was Vernünftiges im Leben machen. Keine schlechte Idee. Die Obermühle Gotzdorf ist ein technisches Denkmal, ein ziemlich lebendiges. Auf Platz 28, der Weidenkorb. Um ihn zu finden, fahren wir ins Westhavelland nach Gülpe. 160 Einwohner und viele Hühner. Benjamin Nolot ist in der französischen Provinz aufgewachsen. Jetzt lebt er in Gülpe. Es ist viel zu tun. Das muss man mögen. Also ich bin gerne in meinem Garten und ich kümmere mich gerne um die Hecken und um die Pflanzen. Das ist für mich alles ganz normal. Nur das Dorf war noch kleiner, wo ich herkomme. Wir haben nur 12 Häuser. Hier haben wir, weiß ich, sogar deutlich mehr als 12. Das ist schon ein großes Dorf für mich. Im alten Stallgebäude hat Benjamin Nolot eine Flechtwerkstatt eingerichtet. Gerade arbeitet er an einem besonderen Stück, ein Korb aus 2 Ringen. Das nennt man Rahmenkorb, weil sie aus 2 Rahmen besteht. Und zwar einmal der hier, also dieses Ring. Und dann einmal der da, den oberen Rand, wenn man will. Das ist eine besondere Form, die ich mir ein bisschen ausgedacht habe. Und ich flechte die besonders fein. Also das sind meine Kunstwerke sozusagen. Also für den brauche ich 15, 20 Stunden. Einen Korb bekommen habe ich schon, aber geflochten habe ich noch keinen. Ich finde das beeindruckend, weil das ist wahnsinnig haptisch. Man sieht am Ende des Tages, was man gemacht hat. Und man weiß, das ist ein Naturprodukt, was ganz lange halten kann. Also was im Zweifel 100 Jahre zum Haushalt rumstehen kann. Und dann hat er aber auch die kreative Freiheit, alle möglichen Formen dort zu flechten. Und trotz dessen, dass es so einfach aussieht, ist es ein schwieriges Handwerk, muss man klar so sagen. Und ich hatte da tatsächlich auch eine Hochachtung davor, dass jemand sagt, das ist mein Lebensinhalt, zu flechten. Kniffe und Technik hat er sich vom Vater abgeschaut. Wie werden die Weidenruten biegsam? Wie viele braucht man für einen Korb?
Sein Wissen gibt er jetzt an andere weiter. Großes Interesse, die Kurse werden voll, macht auch viel Spaß. Da sind wir essen auch auf einem großen Tisch mittags zusammen und genau. Und ein paar Sachen kann ich den anderen mittlerweile beibringen. Eine uralte Handwerkskunst, die im Westhavelland wieder ein Zuhause gefunden hat. Allemal einen Ausflug wert. Platz 27. Schnitz und Holzkunst. Alles, was man mit der Laubsäge so herstellen kann. Wir müssen nicht ins Erzgebirge fahren. Richtung Werneuchen reicht. Ich fahre da regelmäßig vorbei, Tiefensee, Ortsteil von Werneuchen. Und frage mich immer, wie sieht so was aus, diese kleinste Sägewerk der Welt oder Brandenburgs. Ich war leider noch nie dort, nee. Wie ist es denn so? Wir schauen einfach mal rein. Die Laubsäge rattert ununterbrochen. Bernd Eilitz sägt und sägt und sägt den ganzen Tag. Seine Frau Heike hilft, wo sie kann. Im kleinsten Sägewerk Brandenburgs ist immer Weihnachten. Schnitz- und Sägekunst, wohin man schaut. Pyramiden, Schwibbögen, wie im Erzgebirge. Unsere sind eher nicht christliche Motive. Wir gehen mehr so in den naturellen Bereich. Tiere werden immer wieder gefragt, Tiermotive. Also die Palette, die Vielfalt ist sehr groß. Es ist ein Stück Gemütlichkeit und ein bisschen Wärme. Also ich mag das auch, in solchen Holzlädchen reinzugucken. Und da bin ich immer ganz, da kommt das Kleinkind hoch. Das Kind in mir, also die kleinen Figurchen und so, ich liebe das. Wir lieben das auch. Kleine Dinge, selbstgemacht. Weiter geht's mit Platz 26. Und Seife. In Friedersdorf im Oderbruch ist Herbstfest und Handwerkermarkt und mächtig was los. Einmal im Jahr gibt es rund um den Kunstspeicher Handwerkskunst zu entdecken. Zum Beispiel handgemachte Seifen aus der Region. Wir haben Stammkunden, weil wir auch die Seifen oben im Laden haben. Aber hier kommen auch neue Kunden her, viele auch aus Berlin, weil sie das hier mögen, so das Umland. Und ja, und schön ist auch, altbekannte Handwerker zu treffen, gerade auch so nach Corona, und sich da auszutauschen. Doch, das macht immer Spaß. Das ist ein Unterschied, ob man solche Seife nutzt oder eben industriell hergestellte Seife. Wenn man es für sich, sagen wir mal, das entdeckt, finde ich toll. Also wenn man dann merkt, auch Naturprodukte, sind keine großen Konservierungsstoffe drin oder irgendwelche Parfüms, die künstlich hergestellt werden, sondern alles wirklich aus der Natur. Mittlerweile kann man diese Seifen vermutlich verschenken, weil sie so hochwertig und einmalig sind. Ich habe noch gelernt von einer Oma, man verschenkt nie Seife, weil das so ein bisschen der versteckte Hinweis ist, du stinkst, wasch dich mal. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Wir sind in Vulko und besuchen die kleine Werkstatt von Ute Karleski und Birgit Nikolai. Gemeinsam stellen die beiden Frauen Seifen her. Gut geschützt, denn die angerührte Lauge ist nicht ungefährlich. Eine gemeinsame Leidenschaft. Ich wurde irgendwann krank und konnte meinen Job nicht mehr ausüben und habe dann angefangen, so als Ausgleich viel zu machen, zu basteln. Und wir sind nicht mehr in Urlaub gefahren. Und wir wollten aber irgendein Highlight haben. Und dann kam so die Idee auf, weil wir das auch bei anderen Herstellern gesehen haben, so Kombination Filz und Seife ist eine schöne Sache. Und es hat einfach so einen Spaß gemacht, dass man so am Anfang so die ersten zwei Seifenblöcke hatte zum Schneiden, und das war so ein schönes Gefühl. Wir haben, glaube ich, im Juli oder August das erste Mal was gemacht, und zum Herbst haben wir dann gedacht, naja, wenn wir so viel Seife machen, so viel kann man gar nicht verschenken, dann können wir auch gucken, ob wir das verkaufen können. Heute stellen sie eine Gärtnerseife her. Mohn kommt in die Seife, ein wichtiger Bestandteil. Dann werden die Zutaten zusammengerührt.
kennen wir ja auch alle. Man hat halt einfach so dreckige Hände und es ist so schwer wieder abzukriegen. Und das ist natürlich eine super tolle Idee, wenn da so wie so Peeling-Elemente drin sind, ne? Dass man dann halt das schön sauber kriegt. Super Sache, tolle Idee. Ein bisschen Geduld braucht es, bis die Seife benutzt werden kann. Gute 8 Wochen. Zeit, um sich wieder eine neue Kreation auszudenken. Platz 25. Alles vom Schwein. Gut 300 Fleischereien gibt es in Brandenburg. Wir besuchen in Heinersdorf Metzgermeister Lehmann. Er macht heute 100 Kilogramm Knoblauchwurst und das heißt viel zu tun. Mit ganz viel Muskelkraft. Das ist Schweinefleisch, Salz, Gewürze, unter anderem eben auch Knoblauch. Ja, und das war's. Ach, das ist relativ einfach. Die brauchen nicht unbedingt viel Schickimicki. Es muss ein gutes Fleisch sein, es muss auch ein gewisser Fettanteil sein, damit die Wurst nachher auch schön saftig ist und auch Aroma hat. Und ansonsten klassischen Gewürze. Eine gute Wurst braucht Liebe zum Handwerk und etwas Zeit. So, wenn wir alles richtig gemacht haben, oder naja, alles richtig gut gearbeitet haben, dann sieht die wir jetzt erfüllen, nächste Woche so aus. Die haben wir nämlich genau vor einer Woche gemacht. Dann gibt es ja Brühwurst wie Bierschinken, Bockwurst, Grillwurst. Das haben wir gestern gemacht. Diese wurde am Dienstag gemacht. Das haben wir Mittwoch gemacht. Aber auch Grillwurst, Rindsgrillwurst hauptsächlich. Zu 100% Rind. Und ja, man kann so viel machen. Thüringer Bratwurst habe ich natürlich auch gerne gegessen und esse ich auch heute noch. Und da haben wir sicherlich manchmal vorm Training auch Fehler gemacht. Ja, so eine Stunde vorm Training so eine Thüringer Bratwurst zu essen, ist halt nicht so ganz gesund. Aber das haben wir dann eher aus unseren eigenen Erfahrungen, dass es nicht gut war. Bauern aus der Umgebung lassen bei Lehmanns schlachten. Der Landschlachthof hat sich einen Namen gemacht in der Region. Einmal im Jahr ist es hier rappelvoll, wenn großes Schlachtefest ist. Jeden Freitag öffnen Lehmanns den kleinen Hofladen. Die Kunden sind treu. Viele kommen seit Jahren. Schinken, Würste, alles vom Schwein gibt es hier und natürlich noch viel mehr. Schmeckt lecker. Ja, ist so frischer. Ja, frischer schmeckt. Lecker. Ich versuche doch immer möglichst, ich meine, es kann nicht jeder, um Gottes Willen. Aber wer es kann, sollte vielleicht doch versuchen, so ein bisschen die Regionalen zu erhalten damit auch. Ne? Ist Fleischessen noch in? Wer nicht verzichten mag, sollte bei regionalen Erzeugern einkaufen, die auf das Tierwohl achten. Platz 24. Handgewebtes. Wir staunen nicht schlecht. In diesem kleinen Haus soll Deutschlands größte Handweberei sein? Gelto ist in der Tat für eine Überraschung gut. In der Handweberei Henny Jensch Zeimer wird in alten Webstühlen gewebt, wie eh und je. Aus einzelnen Fäden zaubern die Weberinnen wunderschöne Stoffe mit traditionellen Mustern. Wow, dass Leute aus einem Naturgarn total große Flächen machen können, ist beeindruckend. Mit gekonnten und flinken Handgriffen üben die Weberinnen ihre Arbeit aus. Und dann hatte ich mir das auch zeigen lassen und auch mal selber probiert, auch sehr schwer, weil du musst mit dem Fuß auch treten, so ähnlich wie bei so einem Spinnrad, und dann schießt dieses Schiffchen da hin und her von rechts nach links, ist auch total laut. Und nachher denkt man sich, okay, so haben die das früher gemacht. Ulla Schünemann hat seit 1985 ihren Meisterbrief als Handweberin in der Tasche. In der Werkstatt gibt es 16 historische Webstühle. Manche sind 200 bis 300 Jahre alt. Die Handweberei in Gelto ist vermutlich die älteste in Deutschland. Ich bin hier aufgewachsen, sozusagen unter dem Webstuhl. Also wir durften zwar nicht an diese Webstühle ran, oder ich durfte nicht ran als Kind, aber bin hier eben groß geworden. Und ja, dann hat es mich wahrscheinlich einfach so geprägt, dass ich dann gesagt habe, okay, also was Handwerkliches sollte es sein. Und dann, ja, dann ist es Weberin geworden. Die Werkstatt ist aktives Museum.
Besucher können den Weberinnen über die Schulter schauen. Wir sind total überrascht, dass jetzt hier nicht nur das Museum ist, was Ähnliches hatten wir schon mal in England, sondern tatsächlich, dass auch noch hier gefertigt wird und Menschen in Arbeit sind. Decken, Mützen, Ponchos, also Mäntel. In kleinen Museumslagen gibt es die ganze Welt der Handweberei zu entdecken. Handgewebten Geld, und das ist also auch so ein Zertifikat, ne, dass es wirklich auch handgewebt ist. Ja. Und ein Waschetikett, Baumwollkette, Leinenschuss und bei 90 Grad waschen. Tipps und Entdeckungen in Brandenburg. Weiter geht's im Barnim mit Platz 23 und, Sie hören es schon, laut ist das Geschnatter auf dem Hof von Bauer Peters in Löhme. Die Gänse haben ein gutes Leben, viel Auslauf, das ist das Wichtigste. Bei Bauer Peters klingelt das Handy. Hallo? Ja, hallo. Ich grüße Sie. Ja. Ich würde gerne, sofern es möglich ist, eine Gans bei Ihnen bestellen für Weihnachten. Ja, ist in Ordnung. Weihnachten? Ist es schon wieder soweit? Auf der Wiese schleicht ein Fuchs herum. Füchse und Kolkraben sind die größten Feinde der Gänse. Bauer Peters hat sich ungewöhnliche Helfer geholt. Südamerikanische Nandus. Sonst waren das immer 150, 160 tote Gänse jedes Jahr. Der Fuchs, der nimmt ja dann 10, 15, macht sie tot und dann beißt er den Hals ab und dann haut er wieder ab. Irgendwo findet er immer ein Loch. Und so habe ich das mal gelesen vor Jahren. Wenn man Nandus hat, die passen auf. So wie der Fuchs sich bewegt und die Gänse schreien, sind die da, kommen angerannt, muss man sehen, dass man Land gewinnt. Die Peters sind ein Familienbetrieb. 2112 Gänse und jeder packt mit an. Im Frühjahr 2022 schrecken Flammen das ganze Dorf auf. Es brennt bei Bauer Peters. 1000 Hühner und Gänse starben. 1500 Tiere können gerettet werden, dank Bauer Peters. Hier war mein Vater so beherzt und hat die Gänse rausgetrieben. Sonst wären die jetzt alle weg. Er hat das Tor aufgeruppt und hat gesagt, so. Obwohl die Feuerwehr das und ich habe vorher mit ihm gesprochen, ja, habe ihn abgelenkt, habe gesagt, wie sieht's aus, können wir hier rennen? Und er nicht, ne, Vater kriegt das mit, rennt drin und macht einfach auf und treibt die alle raus. Aufgeben oder weitermachen? In der Familie wird viel diskutiert. Ein paar Kinder aus dem Dorf stimmen den Bauer Senior um. Sie haben ein Sparschwein geschlachtet oder mit der Sparbüchse und haben gesagt, Bauer Peters, machst du weiter. Meine Sparbüchse ist für dich. Und ja, unwahrscheinlich. Also, ich weiß auch nicht, also bestimmt ein paar hundert Leute, die hier gespendet haben. Brauchen wir auch. Also, ist wirklich so, dass, also ohne diesen Zuspruch, weiß ich nicht. Also, das macht auch, sag ich mal, emotional viel. Ich meine, das ist sein Lebenswerk. 30 Jahre Arbeit stecken hier drin. Das ist total herzerwärmend. Und selbst wenn denn die Kinder das schon machen, ne, und schon so viel Verständnis dafür haben, oh, wir brauchen unseren Bauern hier im Ort, wenn es den nicht mehr gibt, dann haben wir vielleicht keine Eier mehr zum Frühstück oder sowas, ne? Ah, verrückt. Oh, schön, ja, sehr, sehr schöne Sache. Es geht weiter auf dem Hof von Bauer Peters. Heidemarie Peters hat den Hofladen wieder geöffnet. Die Männer arbeiten wie eh und je von morgens bis abends. Sohn Hans-Christoph will neue Wege gehen. Der Vater hat die jahrelange Erfahrung. Ist schon so, dass er oder ich, wir auch immer wieder anderer Meinung sind und auch wieder immer wieder auch andere Dinge anders machen. Aber hier hat jeder seinen Verantwortungsbereich. Und im Grunde genommen sind wir uns ja einig, dass wir hier einfach einwandfreie Lebensmittel produzieren wollen. Und er hat ja auch nichts davon, wenn er nicht oder wenn der Betrieb nicht in die Zukunft geht. Also von daher höre ich auf ihn und er manchmal auch auf mich. 30 Ausflüge raus aufs Land. Was sind Ihre Lieblingsdinge aus einem Hofladen? Das haben wir unsere Jury gefragt und die hat abgestimmt. Auf Platz 22 Senf. Wir sind in Klosterfelde. Eine schöne Dorfkirche empfängt uns. Kurz halten wir inne. In der Senfmühle erwartet uns Monika Trautmann.
Mit zwei Rezepten hat sie vor über 20 Jahren angefangen. Heute stellt sie 39 verschiedene Sorten her. Sehr beliebt sind die scharfen Sorten. Der ist etwas bitterer. Das ist die Orientalsenfsaat, die bringt halt die Schärfe. So ein einfacher, guter Senf. Darf auch so ein scharfer Dijon-Senf sein, der dann irgendwie so die Tränen ins Gesicht presst. Das ist alles super. Ich bin nicht so der Freund von diesen wahnsinnigen Erfindungen, was sie dann alles noch so machen in den Senf. Dann gibt es dann Bananensenf und was ich was alles. Ich bin schon sehr für den klassischen, richtig den klassischen Senf einfach. Ja. Wir schauen Monika Trautmann über die Schulter. Die Senfkörner werden zermahlen und mit Wasser, Zucker, Essig und Gewürzen eingemeischt. Die Maische wird durchgerührt, bis sie cremig ist. Der Senf soll schließlich nicht von der Bockwurst rutschen. Wir produzieren nach traditioneller Art, also wie das früher hergestellt wurde, langsam laufende Mühlen. Das ist jetzt hier die Nassmahlmühle. Es läuft langsam, es darf keine Hitze entstehen, damit der Senf auch die Schärfe dann hat und die ätherischen Öle nicht davon fliegen, wenn es heiß wird. Ne? Fertig. Wandlitzer Mostrich. Ein Renner. Der Senf wird in kleine, praktische Gläser abgefüllt, verschickt oder im Hofladen verkauft. Die Rezepte sind streng geheim. Am besten, du probierst mal eine Runde und dann kannst du dir selbst ein Bild machen. Das wäre jetzt einmal Feige. So ein Feigensenf, das ist auf jeden Fall cool. Würde ich essen. Den Karamellsenf. Also das Feige, der ist schon sehr senfig, eher mit so einer Note süß. Und der jetzt kommt, der ist so typisch klassisch, den man so kennt zum Weißwurstsenf. Ach so, der ist richtig. Das ist richtig. Karamellsenf heißt der bei uns. Der ist schön. Der ist schön. Ja, ich glaube, der passt besser. Der passt besser. Senf aus Brandenburg. Sollte man mal probieren. Platz 21. Tassen, Schüsseln, Töpfe. Wir sind in Krienitz im Süden Brandenburgs. Um 1830 entstehen hier erste Töpferwerkstätten. Der Ton gibt dem Ort einen Namen. Steinzeugdorf. Krienitz wird ein bisschen berühmt. Wir schauen in eine Werkstatt hinein. Annette Schulze bei der Arbeit. Mit dem Handwerk ist sie aufgewachsen. Noch mit 80 stand ihr Vater jeden Tag in der Werkstatt. Heute führt sie den Betrieb gemeinsam mit ihrem Sohn. Eigentlich wollte ich erst ein Jahr als Ungelernter arbeiten, um sicher zu sein im Familienbetrieb, ob ich das auch wirklich will. Oder ob das meine Eltern wollen, aber nach einer Woche wusste ich, was ich will. Länger hat es nicht gedauert, die Entscheidung. Es werden dieses Jahr 34 Jahre alleine, dass ich Meister bin. Elegante Schönheiten entstehen in ihrer Werkstatt. Es ist auch, wenn Freunde kommen und die sehen das, die beneiden einen dann auch und sagen, oh, was ist das dann her? Das ist ja schön. Und ich verschenke das manchmal auch. So gerade diese großen Teetassen, wenn ich weiß, ich habe so Freundinnen, die gerne einen Tee trinken, dann schenke ich denen das auch einfach mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Einmal im Jahr pilgern tausende Töpferfans nach Krienitz. Wenn Töpfermarkt ist, ist was los im Dorf. Ich schlender gerne auf solche Töpfermärkte, weil man doch das eine oder das andere vielleicht noch mal für den Hausgebrauch so ein bisschen, also was ganz besonders auch mal zu Hause vielleicht noch braucht. Ich bin ja so mit Tassen. Ich mag Tassen und sammle die tatsächlich auch und habe schon so die ein oder andere Tasse von so einem Töpfermarkt, von so einer Töpferei schon mitgenommen. Wir auch. Platz 20, Liköre und Brände. Wir sind in Niederfino. Das große Schiffshebewerk kennt jeder, aber die kleine Feinbrennerei um die Ecke? Eine Entdeckung. Stefan Müller ist Obstbrenner. Gerade setzt er einen Quittenbrand an. Die Leute wissen inzwischen, sie können ihr Obst hier anliefern. Und so haben wir letztes Jahr um die 2 Tonnen Quitten zusammengekriegt. Und das wird dann alles zusammengeschüttet, dann kommt da Hefe dazu.
Quitte ist auch wirklich, geht richtig gut. Das gehört zu den Obstlern, die da wurde auch richtig, wenn du da das, die Flasche aufmachst, sofort sagst, Quitte. So, und die Quitte nehme ich jetzt. Schöpft die hier rein und dann wird das der Alkohol rausdestilliert. Es gibt dann Quittenbrand eben oder Quittenwasser. Ne? Ist das gleiche, Brand und Wasser ist dasselbe. Die Früchte kommen, wenn möglich, aus der Region. Hallo. Auf dem Hof ist der Verkaufsstand aufgebaut. Die ersten Besucher kommen. Da muss man vorbereitet sein. Hallo. Die Schlüters sind Stammkunden. Ich hätte Interesse an irgendwas Obstiert. Eher was Süßes oder eher? Eher was Süßes. Dann sind wir hier richtig. Also sind alle Liköre? Ja. Da habe ich die rote Johannisbeere, ja. Schwarze Johannisbeere, Sauerkirsche, Zwetschge, Erdbeere, Himbeer. Mm. Oh ja. Oh, der ist lecker. Okay, so machen wir das. Ich bin immer dafür, dass auch ein kleiner Betrieb immer wieder weitergeholfen wird. Warum soll ich jetzt hier in so einem großen Konzern einkaufen, wenn ich hier so kleine Sachen vor Ort habe? Vor ein paar Jahren sind die Müllers auf den kleinen Bauernhof an der Straße zum Hebewerk gezogen. Eine Schnapsidee, sagen Freunde. Von wegen. Mittlerweile gibt es die Liköre und Brände sogar im KDW. Naja, das war echt unser Traum eigentlich. Also und wir sind einfach Menschen, die sehr gern auch die Verantwortung tragen und die so. Und deshalb sind wir da halt auch wirklich ja, sehr, sehr dankbar drüber, dass wir das wirklich so auch zusammen machen können, ne, meine Frau und ich. Und dass wir halt wirklich, und dass wir uns so gut verstehen, weil wir 24 Stunden jeden Tag zusammen sind, ist auch toll. Ne? So viel leidenschaftliche Leute braucht es noch mehr. Ich meine, es ist natürlich auch immer viel Arbeit und es ist ja genauso ähnlich wie auch im Sport. Also wenn man nicht leidenschaftlich ist, dann kommt man auch nicht zu Höchstleistungen. Das Verfahren ist knifflig. Viele Arbeitsprozesse sind notwendig, um aus einer Quitte oder einer Hauszwetschge einen Edelbrand zu machen. Stefan Müller kontrolliert die Qualität, die Nase entscheidet. Mit dem Quittenbrand ist er sehr zufrieden. Bei Verköstigungen gibt er sein Wissen gern weiter. Aber jetzt ist erst einmal Feierabend. Platz 19. Feines vom Wild. 2020 verspeisen die Deutschen so viel Wildbret wie nie. 34.000 Tonnen, ein Rekordwert. Mit Wild vom Brandenburger Wildhof werben heute hippe Berliner Markthallen. Sterne-Restaurants bieten thailändische Küche mit deutschem Wildschwein an. Die Sache polarisiert. Sind Jagd und Wild die natürlichste Art des Fleischkonsums oder abzulehnen? So ein Wildtier lebt ja genau so, wie wir alle eigentlich möchten, dass die Tiere leben, nämlich in ihrer eigenen Entscheidung in freier Wildbahn. Und dadurch haben die, also dieses Wildfleisch ist super gesund und müsste eigentlich viel öfter auf der Speisekarte stehen, bei uns, glaube ich, zu Hause oder auch in der Gastronomie. Ich bin Vegetarier und habe aber immer gesagt, Wildfleisch wäre vermutlich okay. Gut Hirschaue in Birkholz. Auf 200 Hektar Weideland leben Dammwild, Rothirsche und Mufflons in einem Wildgehege. Das Gut wurde vor 30 Jahren gegründet. Umweltschonend gesundes Wildfleisch erzeugen ist die Idee. Der Anfang ist holprig. Henrik Stahr und seine Familie müssen einiges dazulernen. Das allergrößte Einzelproblem, das wir hatten, war der Irrglaube, man fängt an, Tiere zu halten, kann die dann ab dem Tag X verarbeiten und kann sofort alles verkaufen. Verarbeitet wird in der hofeigenen Metzgerei. Das Umland und Berlin werden mit den Wildspezialitäten beliefert. Ein Wildbret ist ja eins der besten Produkte, die es bei uns generell gibt. Es ist ein tolles Fleisch, es ist natürlich aufgewachsen. Es hatte Spaß am Leben, wenn man so will. Und das schmeckt man nachher natürlich auch. Viele sagen ja, die mögen das nicht, weil das stellenweise ein bisschen streng schmeckt oder intensiv. Ich finde das eigentlich genau das Richtige. Ja, da tropft einem der Zahn, schon beim Reden davon. Im Hofladen gibt es Bratwurst vom Hirsch, Wildschweinschinken und Wildsülze.
Regelmäßig werden Führungen angeboten. Das Wild kann man dabei aus ungewohnter Nähe beobachten. Die 30 schönsten Ausflüge raus aufs Land. Platz 18. Antike Schätze. Wir sind in Ihlow in der Märkischen Schweiz. Links ein Feldsteinhaus, rechts ein Backsteinhaus. Schöne Gärten und viele Höfe. Das Dorf ist ein bisschen berühmt. Nicht als Ihlow, sondern als Schönhorst. So heißt das Dorf im Fernsehen. In Ihlow werden die Filme um Polizeihauptmeister Krause und seine Schwestern Elsa und Meta gedreht. Bei Kaspar, es gab's immer Frühlingskirschen. Hast du das schon vergessen? Wer ist denn unter uns beiden dement, du oder ich? Am Wochenende öffnet Ihlow seine Höfe für Besucher. In der Antiquariatsscheune gibt es Bücher bis unter die Decke. Vielleicht 50.000 Stück. Wenn's reicht. Ich habe einen Raum, der ist so voll mit Büchern, das ist wie ein Antiquariat. Da staune ich auch manchmal. Ach, blöd, dieses Buch habe ich mir jetzt neu gekauft. Ich hatte es ja schon, ja, da steht's ja. Hm. Ein bisschen erinnert die Scheune an die Bibliothek im Film Der Name der Rose. Frank Witte hat sie eingerichtet. Die Bücher kommen von überall her. Also wir haben Leute, die einfach nur umziehen. Es gibt Leute, die auch sterben natürlich. Und da hatten wir auch schon mal so einen besonderen Fall, dass dann manch einer ewig bei uns gekauft hat. Und dann hat er extra gesagt, er soll wieder hinterher zu uns kommen. Dann hatten wir unsere eigenen Bücher wieder. Aber auch die Unis sortieren aus oder Bibliotheken. Alles Mögliche ist der Fall. Die Scheune ist nur sonntags geöffnet. Wer Zeit mitbringt, findet garantiert ein paar Schätze. Diese Bücher erzählen eine Geschichte. Die kommen ja von irgendwo her. Und wenn man die anfasst, das Papier, und man riecht das, also ich finde dann, ich gehe dann auch oft in mich. Ich schließe die Augen und öffne das Buch und nehme dann auch den Geruch wahr und auch dieses Gefühl zwischen den Fingern. Ja, das liebe ich sehr. Ein herrlich verwunschener Ort. Besucher kommen von weit her nach Ihlow. Ja, das ist eine Atmosphäre, was ich noch nirgendwo anders gesehen habe. Also das ist, Man ist hier einfach gerne und kann hier rumstöbern. Die Sprache und die Informationen in diesen alten Büchern, das ist für mich ein Vergnügen. Haben Sie den Besucher erkannt? Jörg Hildebrandt, der Mann von Regine. Auf Platz 17. Giersch, Löwenzahn und Wegerich. Frische Wildkräuter. Wir sind in Ferch am Schwilosee in der kleinen Kräuterwerkstatt. Auf der Wiese hinterm Haus treffen wir Heidi Knappe. Sie sucht gerade Zutaten für einen Wildkräutersalat zusammen und hat gleich eine wichtige Botschaft für uns. Ich kann ja wirklich alles von der Pflanze essen. Die Blüten, den Samen, ja, schmeißt mir bloß nicht alles auf den Kompost, sondern ihr könnt es doch essen, ne? Wir waren diesen Sommer erst bei der Kräuter-Heidi, also ich mit meinen Kindern zusammen, weil ich auch das Gefühl hatte, die wissen gar nicht mehr, welche Kräuter es so gibt, wenn wir unterwegs waren. Und es war wahnsinnig interessant. Mit Begeisterung führt Heidi Knappe durch ihren Garten, erzählt von der Vielfalt der Kräuter, den Geschmackserlebnissen und Heilkräften. Spontanbesucher sind willkommen. Eigentlich zufällig. Wir sind heute früh auf dem Weg nach Werder falsch abgebogen. Und da wir selber so ein bisschen kräuteraffin sind, also selber anbauen, selber sammeln und natürlich auch selber verarbeiten, sind wir der Meinung gewesen, wir müssen heute Nachmittag noch mal hier schnell ranschauen. Als ich damit angefangen habe, da gab es ja noch überhaupt keinen, der sich damit auskannte. Und deswegen finde ich das umso schöner. Also man merkt, dass das Wissen geht um. Und Interesse ist nach wie vor da und sogar es wird immer größer. Also sich damit auseinanderzusetzen, was wächst jetzt vor der Haustür. Aus den selbst gesammelten Kräutern zaubert sie Salate, Pestos und Smoothies. Und welche Kräuter braucht ein Spitzenkoch? Welche Wildkräuter verwende ich gern in der Küche? Das ist so eigentlich, wenn die Zeit dran ist, alles möglich. Das kann der Giersch sein, der ein schönes Aroma hat.
Ich zähle als Wildkräuter aber auch den Bärlauch, den wir selber pflücken, den wir zuhauf verarbeiten im Frühjahr. Oder was haben wir noch? Spitzwegerich, Breitwegerich. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her. Hier gibt es einen lecker frischen, gesunden Wildkräutersalat. Komm mal her. Den lassen wir uns jetzt schmecken. Das ist eine Kräuterhexe ohne Katze, oder? Platz 16. Frisch gepresstes Öl. Kleine Ölmühlen findet man noch einige in Brandenburg. Im Spreewald, im Fläming oder in Katerbo. Wir sind bei Anke Stahmer. Heute wird Leinöl hergestellt. Ihre Ölpresse steht kaum noch still. Hochwertige Öle sind wieder gefragt. Frisch gemahlen, das ist ja das A und O bei einem Öl. Das wird jeder merken, der ein Discounteröl hat und dann mal in einer Mühle ein frisches Öl probiert. Der wird merken, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wir haben damals ganz unbedacht gesagt, los, wir bestellen jetzt Bio-Lein. Für mich war Leinsamen immer braun. Dann haben wir gesehen, es gibt auch gelben Lein. Den haben wir dann auch mitbestellt und dachten, mal schauen, was sich dahinter verbirgt unter den verschiedenen Sorten und welche Sorte sich denn durchsetzt. Und haben festgestellt, wow, die schmecken beide super gut. Aber das eine hat eine nussige Nuance, das andere hat so eine butterige, vollmundige Nuance. Bei Öl gucke ich natürlich genau drauf, was ich für Öl nehme. Also ich gucke schon eher so, dass ich Omega-3 Fettsäuren drin habe, und Leinöl hat natürlich auch viel dieses Omega-3. Deswegen gehört das einfach auch früh zum Frühstück in mein Müsli rein. Mich beeindruckt, wie viele Körner man braucht, wie viele Leinsamen, um da so ein Schnapsglas Öl bei rauszupressen. Für einen Liter Öl braucht man gut 4 Kilogramm Leinsamen. Zurück bleibt der Presskuchen, ein gutes Futtermittel für Tiere. Gibt es aber auch schon als Lein-Power-Riegel. Auch die Heimwerker lieben Leinöl. Sehr, sehr gut mit Leinöl und Terpentin, um die Fenster für den Winter zu präparieren. Das ist super, das mache ich immer, weil wir haben alles Holzfenster. Und da muss man alle 2-3 Jahre überall wieder mit dem Leinöl drüber. In dunklen Flaschen bleibt frisch gepresstes Öl länger frisch. Längst aber bringen Stammkunden ihre Flaschen zum Abfüllen mit. Die Ölmühle Katerbo gibt es seit 5 Jahren. Die Geschäfte laufen gut. Hanföl, Kürbiskernöl, Senf- und Schwarzkümmelöl sind beliebt. Oft trifft man Anke Stahmer auf einem Regionalmarkt. Nicht zu verfehlen. Das ist ein Hingucker. Schon alleine, wenn ich über die Straße fahre und mir dann jemand hinterherfährt und mich dann eine Stunde später dann auf dem Markt sieht und sagt, ach, Sie waren das. Natur erleben und gesundes Essen genießen. Was sind Ihre Lieblingsdinge aus einem Hofladen, haben wir unsere Jury gefragt. Auf Platz 15, der Kürbis. Wir sind im Kürbisdorf Philippsthal. Kann man die kaufen? Ja. Klasse, Hokkaido, toll. Ich liebe Hokkaido-Kürbisse. Sie sind ja auch lecker. Wir sind mit Schlagerstar Chris Dörck auf Hofladentour. Mit Kürbisbauer Christian Braune versteht sie sich auf Anhieb. Philippsthal ist berühmt für seine Kürbisse. Das ganze Dorf fiebert der Saison entgegen. Doch leider ist es kein gutes Jahr. Bleibt Zeit für Kürbisfan Chris Dörck. Der heißt roter Zentner, weil er halt eben rot ist und normalerweise sehr groß. Es gibt auch den gelben Zentner. Ja. Das ist so der typische Altdeutsche, den man halt eben von früher so kennt, zum süß-sauer eingemacht, eingelegt essen. Und der ist halt eben sozusagen das Pendant dazu, bloß halt eben in rot und ein bisschen geschmacksintensiver. Ich mache eigentlich fast nur Hokkaido-Suppe. Ich habe ein Rezept, das ist mit 3 Möhren, 3 Äpfel und 3 Kartoffeln. So wird das zusammen gekocht. Und dann gehört immer dazu, also klein geschnittener Ingwer und Knoblauch auf jeden Fall. Ich finde, sie muss cremig sein, sie muss eine leichte Säure haben, sie darf eine zarte Knoblauchnote haben, der Ingwer muss deutlich sein und ja, als Tipp tatsächlich nochmal diese geröstete Kürbiskernöl mit drauf zu geben, kurz vorm Servieren, ist schon super. Aber es ist natürlich immer so ein Familiending. Wer mag noch Kürbis in der Familie? Ja? Und meine Töchter sind so,
und so. Aber Kürbis ist ja wunderbar. Also ich versuche jedes Jahr wenigstens einmal Kürbis-Gnocchi zu machen. Darf ich vorstellen, mein Opa, der Seniorchef, von dem ich alles sozusagen erlernt habe. Das ist toll. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es so toll, dass es heute noch Enkel gibt, die das Geschäft vom Opa fortführen. Also Glückwunsch. Das ist der ist Hammer, oder? Danke. Sehr groß. Sehr groß. Sehr groß. Stimmt. In guten Jahren schmücken die Philippsthaler das ganze Dorf mit Kürbissen. Im September und Oktober geht hier nichts ohne Muskat und Butternut. Ich bin damit ja aufgewachsen. Seitdem ich laufen kann, bin ich mit Opa so auf dem Kürbisfeld unterwegs. Toll. Und wir sind am Kürbisse ernten. Und ich finde es einfach schön, sag ich mal, Lebensmittel hier regional anzubauen. Vor allem so schmackhafte und vielseitige Lebensmittel, mit denen man unglaublich viel machen kann. Ja, es macht natürlich auch Spaß, so, ne? Aufs Feld zu fahren, die Kürbisse abzuschneiden, dann mit hier auf dem Hofladen zu bringen. So, und jetzt habe ich total Lust auf eine Kürbissuppe. Im Dorfrestaurant werden wir fündig. Guten Appetit, Chris Dirk. Hätten wir jetzt auch gern. Auf Platz 14. Gutes vom Rind. Das ist Brandenburgs ungewöhnlichster Hofladen. Zweimal Frühstück, bitteschön. Wir sind auf dem Sommershof im Fläming. Ein kleiner Geheimtipp noch unter Brandenburgs Hofläden. An schönen Wochenenden ist Silke Hildebrand nur auf den Beinen. Ihr Bruder hat den Betrieb aufgebaut und sie dann überredet, mitzumachen. Dann hat er damit angefangen und dann wurde es immer größer und größer. Und dann hat er gesagt, wir machen jetzt hier einen Hofladen im Turm unten drin. Das ist doch die perfekte Location. Und wir haben hier so viel Grünes ringsherum, das wird schon alles irgendwie funktionieren. Und jetzt haben wir so ungefähr 230 Hektar Acker. 40 Schweine in Freilandhaltung und haben 120 Rinder zurzeit. Und wir sind beide artfremd, also weder mein Bruder noch ich haben irgendwas mit der Landwirtschaft am Anfang zu tun gehabt und haben uns das praktisch alles selbst angeeignet. Und bis jetzt, es läuft. Auf dem Hof werden Uckermärker Rinder und rätisches Grauvieh gehalten. Das ist eine Rinderrasse aus der Schweiz, die man in Brandenburg selten antrifft. Als Fremder würde ich jetzt raten, nicht hier ranzukommen. Aber so wir, die jeden Tag sich mit den Tieren beschäftigen, kann man, ja. Wir haben noch nichts erlebt, wo ich sage, war jetzt eine heikle Situation. Und dieses rätische Grauvieh haben wir eigentlich, weil die eigentlich so eine liebe Rasse sind. Und hat eigentlich angefangen, dadurch, dass mein Bruder öfter in der Schweiz war und die Rasse da halt gesehen hat. So kam einfach ein Tier nach dem anderen zu uns. Verkauft wird im Automaten vorm Haus, rund um die Uhr oder im Hofladen zu ganz normalen Zeiten. Regionalität ist das A und O. Wenn wir Rinder schlachten, haben die Rinder keine ewigen Transportwege, sondern unser Schlachter von den Rindern ist gleich einen Kilometer weiter entfernt, im Nachbardorf. Und da läuft das alles ziemlich unkompliziert. Ich glaube, mich tröstet ein Stück weit an der Stelle, dass es den Tieren tatsächlich gut geht. Wenn die einen kurzen Transport haben zur Schlachterei, die haben keinen Stress, die haben ein gutes Leben vorher. Und ich denke, das ist dann doch ein Stück weit natürlich und das kann man machen. Die Brotzeit ist der Renner auf Sommershof. Rindersalami, Rinderschinken, Lebensmittel aus eigener Herstellung. Einfach, aber gut. Ja, super. Mehr braucht's ja nicht. Also im Alltag verarbeiten wir wirklich täglich die schönsten Sachen. Und da machst du mich eigentlich eher glücklich, wenn du ein tolles Brot hast, eine gute Butter, eine schöne Wurst, einen tollen Senf, eine Gewürzgurke dazu. Alles, was du direkt bei uns aus der Ecke findest und in der Gegend findest. Brandenburgs Höfe sind ein beliebtes Ausflugsziel geworden. Landluft schnuppern, schlemmen und frische Produkte kaufen. Ich bin eigentlich Ur-Berlinerin. Und wenn ich jetzt, ich mache keine blöden Geschenke mehr, sag mal einfach so einen Schickimicki-Kack. Ich gehe hier einkaufen und verschenke dann lieber einen Schinken oder
ein Glas Rouladen, was gemacht wird. Und dann sitzt man hier, trinkt morgens ein Sektchen und genießt die Zeit. Vor 4 Jahren hat der Sommershof eröffnet. Ob sie durchhalten werden, war nicht klar. Sie haben. Platz 13. Frische Milch vom Bauernhof. Wir sind in Görzig bei Beeskow. Bauer Matthias Schulze ist schon seit Stunden auf den Beinen. Ja, wenn der Auto drin macht. Ja. In 4. Generation führt er den Milchviehbetrieb. Im Stall stehen 100 Milchkühe und wollen versorgt sein. Matthias Schulze möchte Landwirtschaft erlebbar machen. Besucher sind willkommen. Wir haben auch Besucher schon gehabt, die dann auch mal dazu gekommen sind, wenn eine Kuh kalbt. Wir haben das immer mit im Blick, dass die Kuh da nicht gestört wird. Und dann, wenn sie dann auch mal bei den Kälbern gucken können und nach vorheriger Absprache ist es auch möglich, dass die Leute auch mal beim Melken mit zugucken dürfen und ihren Kindern oder Enkelkindern auch mal zeigen, wo kommt die Milch her, dass sie nicht nur aus dem Tetrapack kommt, sondern dass die aus dem Euter kommt. Ne? Viele Besucher haben ein klares Ziel, den alten Kuhstall. Hier hat Bauer Schulze eine Milchtankstelle zum Selberzapfen aufgebaut. Man kriegt nirgendwo ein frischeres Produkt wie an so einer Milchtankstelle. Und wenn ich bewusst Lebensmittel zu mir nehmen möchte, kann ich jedem raten, nutzt die Chance und fahrt an diese Milchtankstellen. Auf dem Nachbarhof macht Familie Schulze-Richter Urlaub. Ferien auf dem Bauernhof ist beliebt geworden. Familienfreundlich, nicht ganz so teuer und mit zutraulichen Eseln. Wir kommen ja aus der Stadt und einfach, dass die Kinder halt Tür auf, raus, die können hier laufen, die können rennen, die haben die Möglichkeiten zu schaukeln, sie haben die Tiere, die sie halt auch dann den ganzen Tag einfach mal nach Herzenslust mit streicheln, striegeln oder eben auch die Reitstunden. Der Wald, also es ist halt einfach der Kontrast so zum Alltag und Erholung. Mit den Eseln geht's jetzt zu Bauer Schulze. Die Milch fürs Frühstück holen. Das ist ja auch das total Schöne, dass man halt eben auf dem Hof mit den Shetland-Ponys und den Eseln eben im Wald spazieren gehen kann oder eben hier mal eine kleine Runde. Beim Bauer hinten ist so ein Feld und die Kinder genießen das halt auch immer. Für alle Kinder, die irgendwie aus der Stadt kommen und rauskommen können aufs Land und sehen, wie die Kühe da wachsen, dass die nicht lila sind, wo die Milch herkommt und wie das überhaupt funktioniert und die überall mal mit schauen können, ob das eine gläserne Molkerei ist, ob das ein Bauernhof ist, wo man mal rüber laufen kann und schauen kann, wie das alles passiert, ist für Kinder natürlich total interessant. Vom Prinzip her ist es so, dass die Milch noch mit vollen Inhaltsstoffen an den Kunden weitergegeben wird. Die hat jetzt momentan 4,2% Fett und ca. 3,4% Eiweiß. Und in den Molkereien, da gibt es 3,8er oder 3,5er Milch. Da hat die Molkerei schon erstmal oben die Sahne abgeschöpft. Und die Leute können aus der Milch eben noch Sahne, Joghurt und auch Quark selber herstellen. Wer nur Haarmilch oder fettarme Milch kennt, wird sich wundern, wie sahnig frische Hofmilch schmecken kann. Die Preise sind fair. Platz 12. Frischer Fisch aus Brandenburgs Seen. Wir sind in Großschauen, nicht weit von Storkow. Früh am Morgen ist es hier still. Die Fischer sind draußen auf dem See. Die Großschauener Seenkette ist ein Naturschutzgebiet. Sander Fuhrmann war bei den Reusen. Wir bewirtschaften die sozusagen. Wir sind fischereilich aktiv und Naturschutzkette heißt ja schon, dass hier ein schönes Naturaufkommen sozusagen herrscht. Das ist ja das Wichtigste, gerade auch für uns jungen Leute. Wir müssen uns ja dafür einsetzen, dass es so irgendwann mal wieder wird, wie es mal war. Oder dass wir zumindest ein bisschen zurückkommen zu dem Ideal, wie es sein sollte. Also mich interessiert es sehr und ich bin ja auch mit dem, was ich hier mache und dass ich verantwortlich handle sozusagen, mit den Tieren verantwortungsvoll umgehe, das ist das A und O. Wir haben viel mit Fischern gedreht und das, was mich da immer grundsätzlich beeindruckt, ist einfach dieser Arbeitseifer, den die haben. Morgens um 5 Uhr schon draußen auf dem See sein, bei allen Wettern und permanent hat man diese nassen, feuchten Hände und dann hast du auch diese glibbrigen Hände, weil der Fisch ist glibbrig. So, Räuchern habe ich gesehen, fand das ganz beeindruckend, weil sehr gut riechen. 5 Seen bilden die Großschauener Seenkette. Was das Wasser hergibt, holen die Fischer raus. Aal, Barsch, Karpfen,
Hecht, Schleie, Weißfische, Zander. Sander Fuhrmann und Frederik Burke sind mit dem Fang heute zufrieden. Gerade wenn man dort ankommt, dann kann man sogar die Fischer beobachten, wie sie arbeiten. Und es gibt nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn man halt irgendwo in irgendeine Markthalle geht und sich das jetzt irgendwie aus der Theke geben lässt. Jetzt haben wir hier einen Zander aus unserer Seenkette. So, das ist so ein guter Durchschnittsfisch, würde ich sagen, wa? Ja. Und unser Brotfisch, den wir hier in relativ großen Mengen fangen. Und der auch sehr beliebt ist bei unseren Kunden im Hofladen, sowie im Restaurant drüben. Das Naturgut Köllnitz ist eine Erlebniswelt mit Fischerstube, Fischereimuseum, Netzwerkstatt, Räucheröfen und Naturlehrpfad. Butter in die Pfanne und die Frische macht's. Ja. Also da muss man ja nichts, das ist ja kein Geheimnis. Ne? Du brätst halt diesen Fisch und dann machst du halt ein bisschen mit Zitrone, Petersilie, Salz, Pfeffer und fertig ist die Laube. Ja. Der ist jeden Tag Fisch, ne Lasse? Jeden, immer. Ungefähr vor 40 Jahren, 45 Jahre, immer jeden Tag Fisch essen. Mittagessen, Abendessen, immer. Aber ich ganz Gesundheit. Ohne Problem. Im Hofladen gibt es das, was heute gefangen wurde. Stolz, purer Stolz. Nee, man ist ein bisschen, ist doch super, man hat es geschafft, alle filetiert, Fische sind gefangen. Können verkauft werden. Man weiß auch, dass es verkauft wird, weil die Leute sich halt um Zanderfilet rumreißen, gerade wenn das so richtig frisches ist. Also das ist schon ein Highlight, wenn ich an einem Wasser sitzen kann und beiß in ein Fischbrötchen und weiß, dass das ganz, ganz frisches Produkt ist. Das ist immer ein Besuch wert, auf jeden Fall. Natur erleben und gutes Essen genießen. Die 30 schönsten Ausflüge raus aufs Land. Wir sind unterwegs in ganz Brandenburg. Auf Platz 11. Marmelade. Wir sind im Oderbruch. Man sagt ja Oderbruch, habe ich gelernt beim Heimatjournal. Bruch wegen Moorlandschaft. Die Oder ist ein Sehnsuchtsort. Dieser wahnsinnig weite Blick und diese Abwesenheit von Menschen finde ich ganz großartig. Das Oderbruchdorf Alt-Wustrow. Hier soll es die leckersten Marmeladen geben. Hallo, guten Tag. Elke Krüger zaubert seit 20 Jahren Marmeladen. Die Rezepturen sind von Mutti. Die Früchte aus dem eigenen Garten. Zum größten Teil, also 80% mindestens, was ich geschenkt bekomme noch. Und so ein paar Sachen kaufe ich zu, wie Ingwer, Banane, auch mal eine Ananas, dass ich damit irgendwas kombiniere. Mal immer wieder was Neues ausprobieren. Heute wird Himbeermarmelade gekocht. Vollreife Früchte, Gelierzucker, alles ganz klassisch. Ein Geheimnis verrät sie uns. Also ich finde, über die Jahre habe ich mir das ausprobiert, dass das über Nacht viel mehr sich die Aromen entwickeln. Und das verbindet sich. Wenn man den Topf jetzt hier sieht, ne, und sieht den als Vergleich, dann sieht man doch, dass der Saft sich hier gebildet hat, der Zucker sich aufgelöst hat. Der löst sich hier auch auf, aber es geht alles mir zu schnell. Und deswegen finde ich, schmeckt es viel, viel besser, wenn man das über Nacht stehen lässt und dann erst nach 24 Stunden kocht. Am liebsten Erdbeeren. Erdbeermarmelade ist super. Ist vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber da ändert sich auch selten was. Ab und zu vielleicht mal Kirsche, aber sonst immer Erdbeeren. Aprikose finde ich nicht so gut. Aprikose-Marmelade braucht niemand. Naja, das ist Geschmackssache, würde ich sagen. Elke Krügers Marmeladen sind im Oderbruch beliebt. Jetzt geht's mit Enkelin Johanna ins Nachbardorf nach Neulize-Görike. Wenn ich durch diese Oderbruchdörfer fahre, habe ich selten den Eindruck, wir sind hier im Jahr 2022. Ich kann nicht genau sagen, in welcher Zeit wir uns befinden, aber es hat immer so was ganz Heimeliges, längst Vergangenes. Im Kolonistencafé werden Sie schon erwartet. Hallo, hallo. Ich finde es ja schön, dass Sie kommen. Das ist schon fast alles alle. Und
Im Café sind die Marmeladen der Renner. Enkelin Johanna ist nicht zufällig zu Besuch im Oderbruch. Sie wird ein freiwilliges soziales Jahr im Theater am Rand in Zollbrücke machen. Mit Oma schaut sie schnell noch vorbei und holt sich ein paar Tipps. Im Theater am Rand ist Elke Krüger gut bekannt. Jahrelang hat sie ihre Marmelade hierher geliefert. Was sind Ihre Lieblingsdinge aus einem Brandenburger Hofladen? Das haben wir unsere Jury gefragt. Hier unsere Top 10. Platz 10. Obstsäfte. Wir sind in Potsdam-Mittelmark, nicht weit vom Beetzsee in Kätzür. Die ersten Kunden sind schon da. Noch ist es ruhig vor der Obstannahme, aber das wird sich im Laufe des Tages ändern. Es ist schließlich Erntezeit. Die Mosterei hat einen guten Ruf bei den Kleingärtnern und Streuobstwiesenbesitzern. Man kriegt seinen eigenen Saft, was man nicht in jeder Mosterei kriegt. Du kannst die Äpfel, also bringst es und kannst es gleich wieder mitnehmen. Das ist eigentlich ein Abwasch. Bei manchen kann man nur hinfahren und muss dann nochmal kommen und dann weiß man nicht genau, ob es der eigene Saft ist. Und das ist eigentlich das Schöne. Bei vielen ist die Ernte reichlich ausgefallen. Sehr reichlich. Was macht man denn nachher damit? Ne? Du hast schon Marmelade gemacht, hast schon Kompott draus gemacht. Und wie toll ist denn das auch, wenn du nachher noch einen Saft draus herstellen lassen kannst? Dann hast du aus deinen eigenen Produkten, die du irgendwie im Garten hattest, dann am besten irgendwie auch noch einen Frühstückssaft. Toll. Durchsehen, häckseln, pressen. Mosten ist eine einfache und schnelle Verarbeitung. Das Ganze dauert eine halbe bis dreiviertel Stunde und die Zeit bringen die Leute in der Regel auch mit, wenn sie dann zu uns kommen, können auch währenddessen sich dann das Dorf angucken. Wir haben ein schönes Dorf hier um uns herum mit einem See, mit einer Kirche und einer Bockwindmühle und haben aber auch einen kleinen Hofladen. 50 Kilo Äpfel ergeben etwa 30 Liter Saft. Die Spannung steigt jetzt ein bisschen. Wie ist er geworden? Jedes Jahr ist der Saft ein bisschen anders natürlich, je nachdem wie trocken das Jahr war, wie feucht oder ob eben viel Süße drin ist, viel Fruchtsaft und welche Sorte das ist, was man gerade zusammensammelt. Mein Sohn hat das gemacht, die haben Äpfel gesammelt. Die waren auf so einer Wiese, waren ganz alte Apfelbäume, ne? Und die haben das halt schon mal ein Jahr beobachtet und denken, da ist keiner, der die Äpfel abliest, ne? Und die sind dann wirklich hin, haben dann wirklich kiloweise diese Äpfel abgelesen, hat auch keiner was gesagt und dann sind die auch in die Mosterei und haben da richtig so naturtrüben Apfelsaft gemacht und die war lecker, der war wirklich lecker. Manche mixen gern Äpfel mit Quitten oder, wie dieser Kunde, Äpfel mit Birnen. Alle aus dem Garten, ja. Und die Birnen muss man relativ früh ernten. Noch bevor sie richtig reif sind, dann haben sie mehr Saft, habe ich gelernt hier. Und ja, ich habe noch viel zu Hause, muss noch mal einen Termin machen. Kommt noch mal was. Aber es ist immer schön, wenn man dann so die Ernte heimbringt. Das ist schon toll. Alles Gute aus der Natur in einer Flasche. Platz 9, der Blechkuchen. Wir sind unterwegs in das kleine niedersorbische Dorf Hornow. 410 Einwohner, eine alte sehenswerte Kirche, eine historische Mühle mit einem recht geselligen Mühlenverein und ein Hof, wo es guten Blechkuchen geben soll. Wir schauen mal rein. Jeden zweiten Tag wird auf dem Hof Dörri gebacken. Den Kuchen, den machen wir selber, der kommt aus unserer hauseigenen Backstube. Der wurde gerade ganz frisch gezaubert von dem Dreamteam meiner Mama und der Oma. Das Dreamteam sind Mutter Liane und Großmutter Sieglinde. In der kleinen Backstube ist heute jede Menge zu tun. Blechkuchen gehört immer dazu. Bei uns auf dem Land ist Blechkuchen, Hefeteig gehört dazu. Heute haben wir Mohn, Streusel, Pflaume, Zuckerkuchen, Eierschecke. Ja, das ist, glaube ich, heute der Blechkuchen. Und unser Speckkuchen, genau. Die herzhafte Variante.
Meine Mutti hat immer so Blechkuchen gebacken, Streuselkuchen oder so Quarkkuchen oder Hirschhornkuchen. Und die waren dann alle auf dem Teller so in so kleinen Portionen. Und das ist so gefährlich. Da isst man und kann gar nicht mehr aufhören. Vor 20 Jahren gründet Familie Dörri den Betrieb. Die Backstube ist das Erste, was sie einrichten. Liane Dörri hat in einer Großbäckerei gelernt. Die Zutaten wachsen hinterm Haus. Unsere Pflaumen, die kommen jetzt momentan bei uns aus dem Garten. Manchmal kriegen wir auch welche aus dem Dorf, wo die sagen, Mensch, wir haben zu viel über, und dann bringen sie einfach welche rum. Unsere Eier, die kommen bei uns vom Hof. Also wir haben draußen im Garten laufen die Hühner oder auf der Wiese hinten. Für die Eier ist heute Tochter Saskia zuständig. So, Mäuschen, bist du schon fertig? Alle helfen mit. Oder fast alle. In der Backstube ist das Dreamteam mittlerweile beim Zuckerkuchen. Das lieben meine Kinder zum Beispiel. Für mich ist das eher so, ich habe noch Teig übrig und kein Obst mehr und dann mache ich einen Zuckerkuchen. Oh ja, doch. Den kann ich mich erinnern, den hatte ich als Kind auch extrem gerne. Und den hat mein Papa sonntags, aber nur sonntags, hat er den vom Bäcker mitgebracht. Wir hätten nach Linum fahren können, nach Beelitz. Viele Höfe in Brandenburg bieten guten Blechkuchen an. Aber bei Dörris war es schon lecker. Platz 7. Honig. Süßes Gold, schwärmen manche. Ist da was dran? Wir sind in Blankensee. Ausflügler kommen gern hierher. Vormittags durch den Ort spazieren, mittags zur Räucherei, auf dem Heimweg ein Glas Honig mitnehmen. Jürgen Brause ist seit 1966 Imker. Können wir hier aufmachen, ja? Und hier haben wir schon ein bisschen was drin. Hier sehen wir schon, hier schon verdeckelt. Hier haben wir also schon etwas mehr Honig drin. Mein älterer Bruder hat sich Bienenvölker angeschafft. Und ich habe dann erst in weiter Entfernung zugeguckt, wie er daran gearbeitet hat. Und da bin ich eigentlich zu den Bienen dann gekommen. Ich glaube, sie mögen Schmerz und die Gefahr, gestochen zu werden, die Imker. Das ist eine Wissenschaft für sich, das ist unglaublich. Also ich mache das jetzt seit 5 Jahren und man lernt immer noch dazu. Es ist so spannend, man lernt immer wieder neu und wie das überhaupt funktioniert, unglaublich. Auf ihrem Grundstück haben Brauses einen Honigautomaten aufgestellt. Buchweizen, Edelkastanie, Kornblume, 12 Sorten Honig haben sie im Angebot. Wir sind im Sommer sehr viel unterwegs, da mein Mann künstliche Besamung bei Bienenkönigin macht. Und das dauert nicht bloß ein Wochenende, das sind meistens 4 Wochen am Stück. Und um die Kunden da nicht zu verprellen, haben wir uns entschieden, diesen Automaten zuzulegen. Anfangs hat Jürgen Brause den Honig vor die Tür gestellt. Der ging auch weg, nur bezahlen wollten manche nicht. Jetzt gibt's Honig rund um die Uhr. Ich habe seltene Phasen in meinem Leben gehabt, wo Honig richtig gut war und lecker. Dann habe ich es viel gegessen. Aber sonst bin ich, glaube ich, ein bisschen versaut durch so den Versuch einer Hyposensibilisierung gegen eine Pollenallergie. Da musste ich als Kind immer einen großen Teelöffel Honig futtern, jeden Tag. Und glaube, bin deshalb für mein Leben gesättigt, was Honig anbelangt. Brauses würden sagen, Honig macht fröhlich und hält gesund. Und auch auf Platz 7 bei den Lieblingsdingen aus dem Hofladen, frische Eier. Glindo bei Werder. Frische Eier gibt's hier aus dem Hightech-Hofladen-Automaten. Zuerst habe ich immer gedacht, man muss immer die Summe, die man für ein Paket, da stand ich hier immer so lange und hat mir einer das vorgemacht, einen Schein rein und noch einen, dann kommt man, geht das ganz schnell. Das finde ich zum Beispiel super, weil wenn ich dann Samstagabend in den Kühlschrank gucke und denke, oh Mann, ich habe gar keine Eier für morgen zum Frühstück, dann weiß ich, ich fahre ein Stück weiter und da steht ein Automat und dann kann ich mir eben mal schnell ein paar frische Eier ziehen. Das finde ich gut. Das Frühstücksei ist vielen heilig. Frisch muss es sein, von glücklichen Hühnern.
Auf der Elisabethhöhe gibt es viel Grün zum Picken. Bauer Stefan Lutschkowski ist auf dem Weg zu seinen Hühnern. Einmal täglich schaut er nach ihnen. Einmal im Monat werden die mobilen Ställe umgesetzt. Das ist natürlich der Vorteil, die Hühner sind immer auf der grünen Wiese. Wenn die abgefressen ist, geht es ein paar Meter weiter und die sind immer draußen. Das ist natürlich eine bessere Haltungsform, gibt es da gar nicht. Und das merkt man auch an den Eiern. Das Eigelb hat eine richtig tolle Farbe. Und die kann man natürlich auch sehr gerne mal für ein Tartar roh nutzen. Oder ja, die isst man mit viel mehr Geschmack als vielleicht so ein Ei aus der Legebatterie. Den ganzen Tag sind sie draußen. Das Gackern hört sich zufrieden an. In den üblichen Eiern aus dem Supermarkt, also außer in Bio-Eiern, da ist das verboten, aber in den normalen Eiern sind ja künstliche Farbstoffe, die werden dem Futter zugesetzt. Und deswegen sehen die das ganze Jahr über immer gleich aus. Das haben wir nicht mit Absicht. Da haben auch die Leute am Anfang gesagt, die sind aber blasse Eier. Und die wechseln aber wirklich auch im Jahresverlauf immer so ein bisschen ihre Farbe, je nachdem, wie viel Grün es gibt. Hühner sind einfach toll. Diese komischen Bewegungen, die die haben, diese abgehackte und diese vollkommen eingebildeten Hähne. Als Kind wurde ich von so einem Hahn oft angegriffen. Das hat mir Sorge gemacht, der irgendwie mein Schienbein ganz interessant fand, was aber dann auch einfach wehtat. Aber nee, Hühner finde ich toll. Bei Hühnern kann ich mich entspannen. Ein artgerechteres Leben. Morgen wird Bauer Stefan wieder nach ihnen schauen. Platz 6. Der Apfel. Alles hängt mit allem zusammen. Der Apfel, das Schloss, der Hofladen. Schloss Beutzenburg ist 300 Jahre lang in Familienbesitz derer von Arnim. Ein schöner Ort mit Schlosspark und Hochzeitspavillon. Hier sollen die von Arnims geheiratet haben. Einer der Arnims kommt nach der Wende zurück in seine Heimat, hierher, nach Lichtenhain, in ein Gutshaus, das früher zum Familienbesitz gehörte. Seine Frau Daisy wird Apfelgräfin. Mein Mann hatte ganz am Anfang die glorreiche Idee, dass ich doch die Buchführung für seinen Betrieb machen könnte. Und das war so überhaupt nicht meins. Und wir haben dann für mich eine Buchhalterin eingestellt. Und ich war so ein bisschen über und dachte mir, was mache ich hier bloß, wo eigentlich nichts ist. Und klar war, dass es eine Selbstständigkeit werden musste. Und ich hatte ganz viele Ideen, bin oft auf die Schnauze gefallen, bis dann irgendwann eben diese Idee mit dem Apfel das war, wo ich auch irgendwie dachte, ja, da kann man was draus machen. Das ist alles da, man muss es eigentlich nur aufheben. Äpfel gibt es in der Uckermark. Auch eine Apfelpresse. Damit fängt alles an. In Lichtenhain wird aus Äpfeln alles hergestellt, was sich aus Äpfeln herstellen lässt. So zum Beispiel ein Apfelchutney Zwiebelchili aus der Sorte Idaret. Apfel ist ja nicht gleich Apfel. Es gibt ja so viele verschiedene Sorten und die haben ja so viele verschiedene Aromen. Und ich denke, da gibt es in Brandenburg viele Apfelhöfe, wo man sich mal durchtesten kann. Grafensteiner und Boskop und wie sie alle heißen, ja. Fantastisch. Also da sind wir uns in unserer Familie, das ist glaube ich der einzige Punkt, an dem wir uns einig sind, wenn es nur eine Sorte Obst auf dieser Welt noch geben würde, für welche würden wir uns entscheiden? Da kommt aus allen vier Mündern Apfel. Der Apfel muss bleiben. Äpfel sind super, es ist mein Lieblingsobst. Hält sich lange, schmeckt, ist gesund. Man kann allen demonstrieren, wenn man knackig reinbeißt, dass man noch sehr gute Zähne hat. Der Hofladen ist eine Fundgrube für Apfelliebhaber. Ich finde da immer was. In solchen kleinen Hoflädchen, da ist immer irgendwie was zum Verschenken da. Ne? Und klar, manchmal für mich selber auch. Ich beschenke mich dann auch selber gerne mal. Aber auch für andere eine Freude machen. Weil ich auch bei uns in der Familie, die lieben, sagen wir mal, selbstgemachte Sachen. Brandenburg ist Apfelland. Aber wo kriegt man schon warmen Apfelsaft mit Amaretto und Schlagsahne? In Lichtenhain. Unser Platz 5. Wein aus Brandenburg. Die Aussicht ist fantastisch. Wir sind auf einem kleinen Hügel in Töplitz. Traumlage. Lara Wolenski und ihr Vater Klaus bauen hier Wein an. Brandenburger Landwein.
Wir haben hier mehr Sonnenstunden als die Pfalz. Das ist hier der wärmste Ort mit in Deutschland. Wenn der Wein also in die Flasche kommt und der ist richtig gut geworden, hat eine ordentliche Qualität, hat einen Wahnsinnsgeschmack, das ist toll. Das macht aber auch viel Arbeit. Die Reben müssen regelmäßig geschnitten werden. Sie dürfen nicht zu hoch wachsen. Für die niederen Arbeiten sind Kamerun-Schafe zuständig. Eine Idee, die Lara Wolenski aus Neuseeland hat. Die haben auch so ihre Lieblingsweinsorten, ihre Lieblingssorten. Da sind teilweise verschiedene Sorten gar nicht abgefressen. Da sind die Blätter, die wuchern wie eh und je. Und andere sind sehr kahl. 3 Hektar bestückt mit Weiß- und Grauburgunder, Riesling, Bacchus und Roter Regent. Kein Jahr wird wie das andere. Du weißt nicht, wie sieht Wetter über das Jahr und sind die Trauben und die Rebstöcke gesund? Und du weißt im Zweifel auch nicht, wie geht es den Hefen im Wein? Und welchen Einfluss hat das Fass dieses Jahr auf den Wein? Insofern ist es schon total spannend, dieses Roulette dort zu spielen und immer wieder zu gucken, was kommt denn in diesem Jahr eigentlich raus? Ein Wein, der schmeckt, das ist die Hauptsache. 2022 war ein gutes Jahr. Probieren können Besucher den Wein in der Besenwirtschaft. Also ich ganz wenig. Du hast den Bacchus noch nicht. Ich denke, das ist der Bacchus. Ja, sie haben auch beide. Ich weiß jetzt aber nicht, das ist wie Hütchenspiel. Jetzt weiß ich nicht, wer was bekommen hat. Wein und Brandenburg, geht das zusammen? Das geht. Finde ich landschaftlich total beeindruckend. Hab dann immer gleich so ein Dolce Vita-Gefühl. Man denkt immer, oh, wo sind wir jetzt hier? Italien? Das kann doch jetzt hier nicht Brandenburg sein eigentlich. Doch, das ist Brandenburg. Platz 4. Selbstgepflücktes. Frisch vom Baum. Es ist Erntezeit in Brandenburg. I see the kids. Sonntagmorgen in Wiesendahl. Die Sonne scheint und die Selbstpflücker kommen. Die Obstbäume sind rappelvoll. Frischer geht's nicht. Wir kommen seit Jahren schon zur Selbstpflücke und finden es einfach gut, hier unter blauem Himmel ab und zu sein. Und vor allem gibt es hier Sorten, die ich einfach sehr mag. Und es ist ein schöner Familienausflug, ne? Also wir verbringen hier Zeit. Ich meine, heute ist das Wetter perfekt. Ja. Ja, insofern mal raus aus der Stadt, ist total schön. Ich finde es gut, wenn die Familien ganz bewusst am Wochenende sagen, jetzt haben wir auch Ruhe und Zeit und fahren mal dahin und du siehst mal, wie das so aussieht, wie das funktioniert. Ganz einfach, pflücken und naschen. Schön, Diki. Für die Selbstpflücker ist auf dem Obstgut Müller eine eigene Plantage reserviert. Einmal durch den Garten probieren. Der Sommer neigt sich dem Ende zu. Es ist Haupterntezeit und für Brandenburgs Obstbauern Hochzeit. Anke Wollernick und Kathleen Schirmer sind die Chefinnen hier. Ein Mutter-Tochter-Duo. Mein Opa hat den Betrieb gegründet. Schon in den 1970er Jahren haben die angefangen, in Wesendahl Äpfel anzubauen. Und meine Mama ist dann natürlich zuerst mit im Betrieb eingestiegen und ich dann auch schon bei jetzt sicherlich fast 15 Jahre her, dass ich mit dann gesagt habe, ich möchte jetzt auch mit Äpfel und Birnen und Pflaumen anbauen. In Wesendahl ist die Selbstpflücke längst zum Erlebnis geworden. Ernteeinsatz, das war gestern. Familienausflug ist heute. Vor allem junge Familien mit Kindern kommen und Rentner. Manche mit Körben. Und manche mit Handwagen. Manche nehmen 1 Kilo mit, andere 10. Die haben aber zum Glück alle vorne einen Verkaufsstand. Da kann man ranfahren, muss sich nicht so viel bücken und plagen und lädt die Ware einfach nur ein. Was aber nur halb so viel Spaß macht. Die Lieblingsdinge aus dem Hofladen. Auf Platz 3. Die Kartoffel. Frisch vom Feld auf den Tisch. Schmeckt zu allem. Ich liebe Kartoffeln. Kartoffeln gehören einfach zu jedem Essen dazu. Klar, man isst auch mal Nudeln, aber ich glaube, so wir Brandenburger, wir stehen total auf Kartoffeln und das muss einfach immer sein. Erntezeit in Wiesenhagen bei Trebin.
Kartoffelbauer Sebastian Klass ist ein bisschen unter Druck. In 2 Wochen müssen die Knollen aus der Erde raus sein. Das sind eigentlich unsere Langzeitlagerprofis hier. Das ist unsere Belana. Das ist eine festkochende Sorte. Die ist tatsächlich sehr, sehr lange lagerbar. Je nachdem, wie die Witterung auch in dem Jahr war, schaffen wir es mit der keimfrei bis in den Mai. Also als Kind gab es bei uns immer die Adretta. Die Adretta ist eine mehlig kochende Kartoffel. Damit bin ich groß geworden. Die ist schon fast zu vermissen. Wir haben glücklicherweise direkt im Nachbarort einen Bauern. Da gibt es die immer noch. Warte mal! Irgendwas stimmt mit dem Schlauch nicht! Zeitdruck und dann das. Kannst du mal oben hochklettern? Guck mal oben über dem Igelband. Ja, der ist hier rumgewickelt. Ja. Hast du mal dein Messer da? Ja. Ich schneide einfach mal alle hier ab. Ja. Kinder, haltet euch gut fest, ja? Es geht weiter. Nochmal Glück gehabt. Nichts passiert. Immer mehr Kartoffelbauern in Brandenburg geben auf. Sebastian Klass hat sich anders entschieden. Er hat vom Vater den Betrieb übernommen und setzt auf Biokartoffeln. Der Vorteil bei Biokartoffeln ist, du kannst die Schale mitessen. Die konventionellen Kartoffeln haben manchmal Keimhämmer auf der Schale und das soll man wohl nicht mitessen. Ist irgend so eine Chemie. So, warte mal. Seinen Hof bewirtschaftet Sebastian Klass streng nach ökologischen Kriterien. Das zahlt sich aus. Die Biokartoffeln verkaufen sich gut. Verkauft wird auf Märkten in der Umgebung und im eigenen Hofladen in Wiesenhagen. Nicht nur die Biokartoffeln gibt es hier, auch Gemüse und frische Eier. Ich sag mal, wenn man dann diese Produkte sieht, die man dann erzeugt hat, so, das ist dann irgendwie auch ein schönes Gefühl einfach. Ne? Vorher haben wir halt immer produziert, auf dem LKW Getreide zum Beispiel, ne? Auf dem LKW gekippt, weg. Man sieht nicht, wo landet das jetzt, bei wem kommt das an. Und hier im Hofladen ist das natürlich wunderbar. Da kann ich dann sehen, von Angesicht zu Angesicht, wer die Lebensmittel sozusagen isst, die wir produzieren. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Ja. Platz 2. Gutes Brot. Für gutes Brot legen sich viele Brandenburger Bäcker ins Zeug. In einem alten Speicher in Rohrlack eröffnet Volker Apitz im Jahr 2000 eine Bio-Bäckerei, als Volker noch kein hippes Wort ist. Sein Erfolgsbrot? Das Uressener, gebacken nach einem 2000 Jahre alten Rezept. Das Uressener, was da gemacht wird, das ist ein großes Highlight. Auch ungefähr ein Drittel unserer Produktion machen wir mit diesem Brot, das nur aus Sprossen besteht, wo wir auch extra eine Sprossenzucht oder eine Sprossenerzeugungsanlage hier uns reingebaut haben. Dinkel, viel Saaten, glutenfrei. Darauf legt man Wert in Rohrlack. Zu Beginn war das kein Selbstläufer. Ja, vorher war das nicht so, da war das ideal. Man hat da was gekauft, hauptsache war billig und dann war es so. Wenn man hier ein Brötchen oder so isst, man braucht bloß eins, dann ist man satt. Von den anderen industriellen Brötchen, ja, da kann man 2, 3 essen. Für mich war die Bäckerei aus Rohrlack, das waren die ersten, die dieses Bio-Vollkornbrot auch so ein bisschen aus der Region gehypt haben, wo wir ein tolles Brot in Bio-Qualität herbekommen konnten. Man denkt ja manchmal, das ist auf dem Land selbstverständlich. Aber ist gar nicht so, ne? Weil viele, die Bioprodukte herstellen, verkaufen natürlich, um leben zu können, verstärkt in der Stadt. Die Brote werden im eigenen Hofladen verkauft und gehen an Bio-Supermärkte in Berlin, was für ungewöhnliche Arbeitszeiten sorgt. Gebacken wird von nachmittags bis nachts. Dann geht's in die Stadt. Der Nachwuchs arbeitet gern hier. Marcel, wie heißt der Führungsstil, den wir nicht wollen? Autoritär, danke. Die Arbeit an sich macht mir natürlich viel Spaß. Ja, sorgt halt immer für eine gewisse Faszination. Alles andere auf dem Bau kann jeder. Faszination bei wem? Ja, auf jeden Fall bei der Frauen. Landbrot?
Man darf auch nicht vergessen, dass gerade das wichtig ist für ein Dorf, dass es noch einen Bäcker oder einen Fleischer oder einen kleinen Laden gibt, weil die Altersstruktur im Dorf wird auch immer höher und die älteren Leute haben es immer schwieriger, an gesunde oder vollwertige Lebensmittel zu kommen. Und ich begrüße es dann, doch so einen süßen kleinen Bäcker im Dorf zu haben, anstatt sie das abgepackte Brot im Supermarkt kaufen müssen. Brot ist natürlich absolutes Lebenselixier, würde ich schon fast sagen. Jeden Tag ist bei mir eine Käsestulle mit im Rucksack dabei, brauche ich auf jeden Fall. Und von daher Brot, ich glaube, ist bei fast allen total das Must-Have des Tages, würde ich fast sagen. Unsere Nummer 1 der Lieblingsdinge aus dem Hofladen, Käse. Käse aus Brandenburg. Die Auswahl im Land ist vielfältig. Es gibt kleine und große Käsereien, Kuh, Ziege, Schaf. Käse zum Probieren, da ist ja immer was zum Naschen da. Gerade wenn man so an so kleine Lädchen vorbeigeht, dann ist immer so ein kleines zum Ausprobieren. Da muss ich immer aufpassen, dass ich da nicht alle immer wegfuttere. Wir schauen in Blankenfelde vorbei, quasi stellvertretend für alle Käsereien im Land. Der kleine Bauernhof ist noch gar nicht so lange eine Käserei. Gute 3 Jahre. Sabina Lischka wendet jede Woche mit viel Sorgfalt die Camemberts und kreiert vom Weich- bis zum Hartkäse unterschiedliche Sorten. Der Zufall macht sie zur Käserin. In meinem Fall, wie in sehr vielen Fällen, wird man das so als Quereinsteiger. Also ich bin ursprünglich Architektin und bin dann auf so einem Bauernhof gelandet und da war dann der Käser gerade weg und dann habe ich angefangen, dort Käse zu machen. Und dann bin ich so dabei hängen geblieben, weil mir das halt sehr, sehr viel Spaß macht, ja. Was ich sehr mag, kann ich auch nur empfehlen, ist so dieser Blauschimmelkäse. Den auf einen noch warmen Toast drauf, sodass er leicht schmilzt und sich dann, und das auch von mir aus am Samstag früh, hauchzart geschnittene Knoblauchscheiben mit drauflegen. Mm, sehr intensiv, aber es ist herrlich. Wie viel Ricotta brauchst du denn? 1 Kilo. 1 Kilo? Wenn du hast. Nee, ich habe auch noch mehr. Das könnte 1 Kilo sein. Meine Frau und ich haben Gastronomie in Schönefeld und wir versorgen uns hier ein bisschen mit Sachen. Wir haben auch zwar einen eigenen Garten, aber wir haben keine Käserei und keine Kühe, keine Ziegen. Und deswegen komme ich denn hierher, weil der Käse sehr gut ist. An manchen Tagen stehen die Kunden Schlange vor der kleinen Käserei. Die Milch kommt von Kühen aus der Nachbarschaft. Sie leben das ganze Jahr draußen. Mütter und Kälber bleiben lange zusammen. Sabina Lischka schaut hin und wieder vorbei. Das sind Jersey-Rinder. Bis auf eine schwarz-bunte, die wir haben. Die geben sehr fette und sehr eiweißreiche Milch. Was natürlich zum Käse machen sehr, sehr schön ist. Und außerdem sehen sie sehr hübsch aus. Ja. Etwa 500 Direktvermarkter gibt es in Brandenburg. Viele öffnen ihre Höfe und freuen sich auf Besuch. Natur erleben. Gesundes Essen genießen. Frischer geht's nicht. Man kann wirklich mal mit dem Rad vielleicht auch mal die ganzen Bauernhöfe so ein bisschen abklappern, die ganzen kleinen Hoflädchen. Ich glaube, man wird super gut verpflegt. Es gibt tolle Ausflugsziele, wo man halt wirklich noch die Natur auch so ein bisschen spüren kann. Brandenburg ist ein Top-Ausflugsland und jetzt gar nicht, weil man sagt, da und da und da sind die Ziele und erst wenn du da bist, ist es schön, sondern weil der Weg ja schon herrlich ist bis dahin. Ich bin ja im ganzen Land unterwegs und bin immer wieder erstaunt, wie viele wunderschöne Ecken wir haben. Und jedes Mal, wenn ich dann nach Hause komme, dann sage ich zu meinem Mann, weißt du, wir müssen gar nicht weit wegfliegen. Wir haben alles vor der Tür. Alles vor der Tür. Haben Sie schon was vor am Wochenende?